Ja, Leute, wie versprochen habe ich hier ein paar Materialien aus der Gamescom rausgenommen und zu einem Video hinzugefügt, damit ihr sehen könnt, was da so abgegangen ist. Ja, und dann will ich einfach mal das Video starten und ich kommentiere da einfach mal ein bisschen bei, so was da ungefähr war und so. Ja, will ich mal zeigen. So, dann starten wir einfach mal. So, ja, hier sehen wir schon, ist eine riesige Halle gewesen. Der Eingang war das. Wir standen natürlich ganz hinten, weil wir erst um 9:30 waren wir erst da, haben uns an die Kasse gestellt und boah, dann war da schon so viel los, dass man erstmal den ganzen Raum überblicken musste, um einfach mal den Eingang zu sehen. Den hat man noch nicht mal fast gesehen. Und da waren dann auch ja so solche Busse aufgehangen. Ich habe das einfach mal fotografiert, weil ich das eigentlich ganz gut fand hier, das Foto. Das liegt jetzt nicht an dem Vibe da vorne. Nein. Das liegt nicht daran. Und dann habe ich auch noch ein bisschen aufgenommen, wie ich da reingegangen bin. Da bin ich gerade durch den Eingang gekommen und hab erstmal gewartet, weil meine Kumpels noch nicht drin waren. Die sind irgendwo da hinten verschollen gewesen. Ja, da muss ich erstmal warten. Das war natürlich schön. Ja, und dann sind wir endlich reingegangen. Wir sind erstmal hier an diesem riesigen Xbox Kinect-Ding vorbeigegangen. Und dann kam sofort... Da kamen sofort natürlich die uns was andrehen wollten. War natürlich klar. Und da waren auch die Monster. Nee, was steht da? Ich sehe es gerade nicht. Da, doch, Monster. Mit dem Krügelmonster. Und dann kamen sofort zwei Statuen von Herr der Ringe. Da stehe ich gerade noch voll im Bild. Oh. Dann haben die sich einfach mal sofort dafür angestellt und müssen sofort 3 Stunden warten, nur um dann mal 15 Minuten zocken zu können. Das ist natürlich ein extrem gutes Gefühl da. Ja, hier ist nochmal der Xbox Kinect-Stand, der war wirklich riesig, der war, da waren keine Ahnung wie viele Boxen, wo man sich in diesem Kinect-Teil da einfinden konnte. Und jetzt kommt Assassin's Creed Revelations. Leider habe ich das nicht von Anfang an mitbekommen, aber ich wollte einfach mal zeigen, da war so eine riesige Leinwand mit diesem Assassin's Creed Revelation Ding. Ich wollte es mal anspielen, aber... Wieder 3 Stunden warten und das lohnt sich einfach nicht. Da ist der ganze Tag einfach schon vorbei, wenn man da mal ansteht. So, dann kommen wieder ein paar Bilder. Da waren sie wieder, die Pimp My Computer Typen. Die haben einfach mal so einen Computer mit so ein paar, ja, ist irgendwie Fallout-mäßig gemacht. Das sah ganz lustig aus. Und dann kam noch ein Raumschiff, die haben einfach mal ein komplettes Raumschiff gebaut mit einem Computer drin. Das sah auch episch aus. Dann ist da so in der Mitte, rechts von vorne ist da so dieser, der Prozessor gewesen. Und hier ist der Razor-Stand, der riesige Razor-Stand wie immer. Da kommt der Green Hornet-Wagen. Da kommt nämlich auch ein Foto von mir, da seht ihr mich endlich mal. Habe ich mich mal vor den Green Hornet Wagen gesetzt. Die Black Beauty. Ja, natürlich die Waffen hier ausgefahren nach vorne. Und im Kofferraum, da war ein Plasma-Fernseher. Darauf konnte man Trailer oder drauf sehen oder spielen. Ich weiß es nicht. Da stehe ich, das bin ich. Natürlich mit dem VIP-Ticket als Schlüsselarmband da. Ja, ich bin natürlich als famoser Let's Player da. Mich kennt ja da jeder. Das war ein Simulator, da hat man sich einfach mal in einem Audi TT oder Audi R8, was das auch war, hat man sich einfach reingesetzt, der hat sich auch noch bewegt, da konnte man ein Spiel spielen. Das war der riesige Blizzard-Stand, wo man WoW zocken konnte. Mein Bruder und seine Kumpels haben da natürlich gezockt, ich als kein WoW-Spieler habe das natürlich nicht gezockt.
Da habe ich auch ein bisschen von aufgenommen. Mein Bruder hat Gnome Magier gespielt, Gnome Heiler. Und der war einfach groß, der stand, Alter. Die ganzen Nerds standen dann da und haben so gezockt. Das sah lustig aus. Und der Kumpel von meinem Bruder hat Krieger gespielt, Menschkrieger. Und ein anderer Kumpel, der war die ganze Zeit tot. Seht ihr gleich auch noch. Da ist der Krieger, Menschkrieger war das, glaube ich. Ah ja, der ist immer tot, da habe ich auch gesagt, der ist immer tot. Immer wenn ich da hingeguckt habe, war der tot. Der war eigentlich die ganz, die Heile war der. War nur kaputt. Und hinter uns war halt diese Bühne, wo dann die Blizzard-Typen was vorgestellt haben. Da war auch eine zwei riesige Leinwände, wo dann ein Trailer kam. Da habe ich auch was aufgenommen von. Da haben die mal ihre Geschichte auch gezeigt, hier Diablo 1 noch. Das kam 1993, meine ich, raus, oder 1993 oder 1994 kam das raus. StarCraft 1 kam 1998 raus. Das war richtig gut gemacht, ja. Da haben die ganzen Events gezeigt, Turniere, alles mögliche, war ganz geil. Frau mit Entsetzen da zugeguckt, hör, was passiert denn da jetzt? 2000, da kam hier Diablo 2 raus. Sah schon was besser aus als Diablo 1, aber auch immer noch so, naja. Warcraft 3, Reign of Chaos. Ja, das habe ich auch mal früher leidenschaftlich gespielt. Ich war da auch eigentlich nicht so schlecht drin, aber ich war da auch nie wirklich gut drin. Ja, man hatte $11,000, ich habe mich da versprochen, Dollar haben die da gewonnen, einfach nur um Warcraft zu spielen. Und da kam endlich mal das erste WoW raus, wo manche wirklich das beste Spiel, was überhaupt, oder das beste MMORPG, was je rausgekommen ist, was ich eigentlich nicht verstehen kann. Ich finde das eigentlich gar nicht so toll. Aber jetzt habe ich mich geoutet, jetzt werde ich wieder 10.000 deabonniert, so viel habe ich ja noch nicht gemacht. Aber das war schon geil gemacht. Ich geh einfach mal einen Baumstamm in die Fresse. Jetzt kommt 2007 mit The Burning Crusade. Was viele auch fanden, was das beste Add-on war. You are not prepared. Ja. Illidan, natürlich. Geile Musik dahinter. Oh, ja. Das ist richtig geil. 2008 kam dann World of Warcraft Wrath of the Lich King kam dann raus. Richtig, da hat man gesehen, hier alle freuen sich natürlich darauf. Der Trailer von dem war wirklich am geilsten, fand ich. Haut einfach mal dieses fette Schwert ins Eis und da kommt da so ein fetter Drache raus. Das war auch richtig geil. 2010 kam dann StarCraft 2 raus. Das habe ich auch. Das habe ich auch gespielt. Ich finde das Spiel richtig geil. Da war ja auch diese Messe. Haben wir mal gezeigt, was da so vorkam. Denn einfach diese riesige Power-Rüstung oder was das ist. Einfach mal da so ein Mensch reingesteckt. Da muss es warm gewesen sein, da einfach mal ganz Kämpfe. Boah, da kommt die Zerklinge. Voll krank. Auf jeden Fall ein sehr gelungenes Spiel. Da haben sie WoW Cataclysm vorgestellt. Auch wieder mit epischer Musik im Hintergrund. Sehr geil. Wieder natürlich ein Stand voll, natürlich. Es
einfach nur richtig gut gemacht, ja. Da am Blizzard stand, gab es danach auch einen WoW-Tanz-Contest, wo man, oh, Diablo 3, der Trailer ist auch gut. Den zeigen sie aber, glaube ich, nicht voll, leider nicht. Aber der ist auch richtig geil. Also am Blizzard-Stand haben die halt so einen WoW-Tanz-Contest gemacht. Und der Gewinner hat dann eine Grafikkarte bekommen und eine seltene Spielkarte von WoW. Also richtig geil. Das kostet irgendwie, wenn man die im Ebay verkauft, kriegt man da so 500 Euro oder so für. Also war schon ein Schmuckstück. Ja, und dann kommen wieder ein paar Bilder. Die letzten Bilder leider, der Battlefield 3 Stand. Der war auch richtig riesig, eine riesige Leinwand war da, auch richtig geil. Und der Guild Wars 2 Stand, da habe ich mich auch angestellt, habe aber leider nichts bekommen, schade. Hätte ich gerne, aber, und natürlich die Messedamen, ja, die waren natürlich auch vor Ort, obwohl die letztes Jahr besser waren, fand ich. Ja, das war's leider schon, ich habe leider nicht mehr, ja. Aber ich hoffe, ihr habt mal einen Eindruck dafür bekommen, was so an der Gamescom so passiert. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Das ist natürlich die Hauptsache. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Wenn nicht, dann nicht. Ne? Ja, so ist das halt. Also, vielleicht sehen wir uns dann nächstes Jahr mal. Ich konnte leider nicht Samstag, weil ich halt auf einer Hochzeit war. Sonst wäre da bestimmt mehr los gewesen. Ich habe ja gehört, dass die da nicht mehr reingelassen haben ab 10 Uhr, weil es einfach so brechend voll war. Naja, wäre ich gerne auch hin gewesen. Naja, aber man macht nichts. Okay, dann sage ich mal, wir sehen uns das nächste Mal bei meinen Let's Plays wieder, bei meinen gewöhnlichen Let's Plays. Und dann sage ich, ciao, bis zum nächsten Mal, Leute. Das war wieder euer Ecto-Slicer.